Ja, hallo, willkommen bei Teil 2 von Revierpraxis. Ja, und vielen Dank, dass ihr euch meinen ersten Teil so zahlreich angeschaut habt und für das tolle Feedback. Und auf vielfachen Wunsch zeige ich euch in dem Video heute, im Teil 2, mal meine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Ja, und ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal noch zwei Anmerkungen. Ich habe euch ja meinen Rucksackausrüstung gezeigt, da noch ein kleiner Nachtrag dazu, weil das trage ich nicht im Rucksack, sondern in der Tasche. Das ist natürlich einmal eine Stirnlampe. Warum Stirnlampe? Da habe ich die Hände frei, sowohl beim Wildbergen und auch bei ihrer Nachsuche. Und das ist dann von Vorteil, ja, wenn hier beide Hände für andere Dinge zur Verfügung stehen. Und das andere Wichtige, das ist natürlich hier der Gehörschutz, ja, also das sollte man auf jeden Fall verwenden. Ich habe so Jagdkameraden, die hier früher 20 Jahre Trapp geschossen haben ohne Gehörschutz und die haben heute ein Hörgerät. Also hier wichtig, bevor es knallt, das Trommelfell schützen. Die zwei Dinge noch vorab und jetzt werfen wir mal einen Blick in meine Erste-Hilfe-Tasche. Für uns Erste-Hilfe-Laien sind zwei Dinge besonders wichtig, ja, wenn man Erste-Hilfe leistet. Und die haben zuerst mal gar nichts mit dem Profi-Wissen zu tun. Das ist einmal den Verletzten zu betreuen, Zuspruch zu geben, sich um ihn zu kümmern. Das ist ganz wichtig und mit vielen Verletzungen einhergeht, dass der Verunfallte schnell an Körperwärme verliert. Deshalb wichtig hier jetzt auch, ich habe ja immer diese Isomatte dabei, da könnte man den jetzt auch drauflegen. Und was den Verunfallten immer ein ganz besonderes Gefühl gibt, auch von der Geborgenheit und von Schutz, das ist dann hier, wenn man noch eine Decke dabei hat, ja, das ist jetzt so ein Poncho-Liner. Der ist super warm, federleicht und auch hier super klein zusammenpackbar. Das sind zwei ganz wichtige Utensilien. Ja, und wichtig ist natürlich, und das kann ich euch und darf ich euch auch im Video nicht zeigen, das ist natürlich hier, wie führe ich die Erste Hilfe aus. Ja, da ist mein Tipp, hier besucht man wieder einen Kurs beim Roten Kreuz oder bei den Maltesern. Ja, ich selber bin noch Reservist. Ich habe eine Ausbildung als Ersthelfer im Einsatz. Das heißt, ich mache jedes Jahr Erste-Hilfe-Module bei der Bundeswehr und dann ist man fit, weil nichts schlechter, als wenn jemand verletzt ist und man steht rum, weiß nicht, was man tun soll. Und in vielen Fällen ist ja auch so, dass man der eigenen Familie oder Familienangehörigen helfen kann. Ja, und das ist einfach ein gutes Gefühl, gibt einem Sicherheit, wenn man weiß, okay, was kann ich tun, ja, und in welcher Reihenfolge muss ich was tun. Ein ganz wichtiger Punkt natürlich neben der Versorgung von Verletzten ist natürlich hier, dass man beachtet, Erste Hilfe immer nur dann, ja, wenn die eigene Sicherheit nicht gefährdet ist, sich selber und auch den Verunfallten aus eventuellen Gefahrenzonen entfernen, die Gefahrenstelle auch absichern, wenn es nötig ist. Und dann ist es wichtig, ja, auch schnell die Hilfe zu alarmieren. Ja. Und hier im Outdoor-Bereich, da gibt es da einen besonderen Tipp von mir. Hallo, mein Name ist Hans-Jürgen Kleiber. Ich muss einen Unfall melden mit einer Motorsäge, eine schwere Schnittverletzung. Ich warte auf Sie an dem Rettungspunkt SIG 702. Ich wiederhole, SIG 702. Das Wichtigste bei einem Unfall ist eine schnelle Rettung. Im Normalfall, im urbanen Bereich, ist so ein Rettungswagen in 10 bis 18 Minuten vor Ort. Draußen in der Natur sieht es ganz anders aus. Da hat man ja schlecht einen Punkt, den man angeben kann. Deshalb für meine Empfehlung,
hier auf der Jagd sowieso, wenn er im Forst schaut, ja, da gibt es überall Rettungspunkte in ganz Deutschland, da gibt es auch eine Karte dazu. Und wenn ihr im Gelände unterwegs seid, egal auf der Jagd, auf der Wanderung oder als Outdoor-Fan, ja, dann ist es super, wenn ihr hier diesen Kartenausschnitt auf eurem Handy habt. Und dann könnt ihr, wenn was ist, hier so einen Rettungspunkt angeben und hier entweder eine Person hinschicken, die dann die Retter einweist an die Stelle, wo der Verletzte liegt. Ja, oder wenn das geht, könnt ihr auch den Verletzten hier an den Rettungspunkt bringen und die Rettungskräfte können ihn direkt hier aufnehmen. Das ist eine ganz tolle Sache und bei Drückjagden ist dieser Rettungspunkt bei uns hier immer bekannt und das ist eine ganz wichtige Sache, sollte mal was passieren. Ja, und wenn sich der Verletzte hier hinlegen kann und hat eine Isolierung und ihr könnt ihn dann noch schön warm einwickeln, ja, dann fühlt er sich schon wohler, wie wenn er ihn hier einfach in den nasskalten Schnee legt. Ja. Also das ist psychologisch schon mal ein ganz guter Effekt, den er hier erzielen könnte, ja, und der den Verunfallten wirklich super hilft. Hier haben wir jetzt mein Päckchen, das habe ich übrigens bei der Jagd dabei, beim Wandern, wenn ich mit meinen Enkeln unterwegs bin, immer wieder schon mal gebraucht. Ja, an gestürzten Mountainbike hinfahrer hingelaufen. Ja, und das Tolle ist, die haben alles dabei, sogar einen Ersatzschlauch, aber nicht mal eine Mullbinde. Ja, also das Ding ist sehr hilfreich. Und hier habe ich dann, das habe ich euch im letzten Video gesagt, das ist so ein sogenannter Israeli-Verband. Das ist ein Verband für stark blutende Wunden und da ist eben zusätzlich gleich hier eine Lasche mit dabei. Das ist, fungiert als Druckverband und die Wundauflage ist sehr groß. Das verwendet man zum Beispiel im Einsatz hier bei Schussverletzungen und solchen Dingen. Ja. Also das Ding gibt es auch im Internet zu kaufen. Ja. Man sieht es hier auch, Made in Israel, bekommt man auch im Internet. Ist meine Empfehlung, wenn ihr hier im jagdlichen Bereich unterwegs sind, draußen mit dem Messer oder Motorsäge arbeitet, so ein Ding gehört in den Rucksack. Fixiert habe ich das hier mit solchen Glättbändern. Die haben den Vorteil, die zwei Glättbänder, die kann ich auch verwenden, um einen Druckverband zu verstärken, oder ich könnte jetzt auch, wenn ein Fuß verstaucht ist oder gebrochen ist, hier mit den zwei Bändern und ein paar Stöcken quasi eine provisorische Schiene anlegen. So, wenn ihr das Ding kauft, ja, zum Beispiel gibt es das bei www.asmc.de, dann ist das schon bestückt und die Bestückung ist ein kleines bisschen anders als hier beim normalen Erste-Hilfe-Kasten, eben mehr auf hier die Bundeswehr ausgerichtet. Ja. Man sieht, hier ist eine ganze Menge an Material drin und das habe ich aber auch noch ergänzt. In der Grundbestückung dabei so eine einfache Schere, um jetzt ein Hosenbein aufzutrennen, auch die Binden abzuschneiden. Dann, was nicht schlecht ist, eine Pinzette, um irgendwelche Fremdkörper oder grobe Verschmutzungen aus der Wunde zu entfernen, sollte man eigentlich auf die Reinigung verzichten und das nachher den Profis überlassen. Dann haben wir natürlich drin hier sterile Gase. Ja, kleiner Tipp, sterile Verpackungen erkennt ihr immer daran, die sind beidseitig in Papier eingepackt. Ja, die nicht sterilen Sachen, die sind in PVC eingepackt. Also immer, wenn ihr im Verbandskasten, gilt auch für den Kfz-Verbandskasten, was in den Fingern hat, so komplett aus Papier ist, ja, dann ist es steril. Hier ist jetzt eine Menge an verschiedenen Pflastern drin, von normalen Pflastern bis Blasenpflaster. Ja. Und noch Hygienetücher und so weiter. Ja. Und Handreinigungstuch. Das ist so eine Ergänzung. Dann habe ich für mich noch dabei
hier Wasseraufbereitungstabletten in den Bergen. Kann man ja nicht so viel Flüssigkeit mit sich nehmen, wenn man da länger unterwegs ist. Und die Bergbäche, ja, dann wende ich dann meistens auch noch einen Filter an und zur Sicherheit kommt dann noch so auf 1 Liter. Also passt immer in die Feldflasche, da auf die Dosierung achten. Ein so ein Kügelchen kommt dann in die Feldflasche, dann ist die Dosierung richtig. Nicht, dass man da die 5 Liter Kügelchen bestellt und haut dann die in so eine Feldflasche rein, dann ist überdosiert. Ja, für mich noch ein paar Schmerztabletten, man weiß ja nie. Und auf der anderen Seite hier noch ein kleiner Stift und ein paar Sicherheitsnadeln. Im zweiten Teil ist dann was, ein bisschen Papier, um sich Notizen machen zu können. Ja, wann hat man zum Beispiel einen Verband angelegt, wann hat man Schmerzkittel gegeben oder eine Nachricht zu hinterlassen. Ja, also das ist immer wichtig. Dazu gibt es natürlich hier auch einen Bleistift dazu. Der schreibt immer und wird nicht leer. Die normale Rettungsdecke, wie man sie auch in jedem anderen Verbandskasten findet. Und dann von mir ergänzt und ein wirklicher Tipp. Ja. Hier, das ist quasi ein Notschlafsack, ja, von der Armee. 2,10 Meter auf 90. Ja. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Gibt es auch im Internet. Der ist auch viel wärmer als eine Rettungsdecke. Vom Volumen her und der wärmt richtig gut, also mit dem könnte man jetzt auch zur Not hier draußen eine Nacht aushalten und gerade die Wärme ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo hier mal bei so einem Berglauf so Jogger erfroren sind innerhalb von Stunden, ja. Und hier mit so einem Ding hätten wir überlebt, ja. Und wiegt ja auch fast nichts. Dann ist noch ein Spiegel dabei. Was ist beim Spiegel interessant? Ja, meistens steht ja hier drin, da zum Signal geben etc. Ja, da haben wir noch nie gebraucht, aber wo man eben wirklich braucht, das ist zum Beispiel, man ist jetzt bei der Nachsuche durchs Gebüsch und hat sich im Gesicht verletzt. Ja. So, und wie soll ich jetzt selber sehen, ja, wie stark die Verletzung ist? Oder wie soll ich mir da einen Dorn oder einen Holzsplitter aus der Stirn rausziehen oder am Auge, ja, wenn ich nicht sehe, was ich da überhaupt mache. Und da ist so ein Spiegel super hilfreich. Ja. Auch um mir verletzen und zeigen, guck hier, da hast du eine, weiß ich, kleine Platzwunde am Auge, weil die blutet ja wie verrückt. Da denkt der Wunder, was ist, dann kann man den auch beruhigen, wenn er da selber mal einen Blick drauf werfen kann. Dann sind dabei noch hier so Heatpacks, ja, falls man wirklich sich mal unterkühlt hat und die Finger oder Füße nicht mehr warm kriegt, dann kann man die hier langsam wieder aufwärmen. Dann ist natürlich hier dabei eine Bandage für alle Fälle. Dann habe ich noch dabei, wenn man mal auf einer Fremdenjagd ist, ja, so ein Markierungsband, ja, da kann ich mir auch mal irgendwo einen markanten Punkt, eine Kreuzung markieren, dass ich mich nicht verlaufe oder wieder zurückfinde. Ja. Oder auch hier, ich nehme das natürlich auch, um jetzt zum Beispiel einen Anschuss zu markieren, ja, dass man den nachher wieder findet. Dann zum Wundenreinigen und Desinfizieren ist hier so ein kleines Sterilium noch ganz gut zu gebrauchen, weil gerade im Wald, ja, da bekommt man doch auch hier einiges an Verschmutzung und Bakterien in die Wunde und das ist gut, wenn man hier gleich was dagegen unternehmen kann. Was auch noch mit an Bord ist, ist ein kleiner Kompass und auch wichtig, ja, man hat ja Stirnlampe, aber die braucht man ja vielleicht dann irgendwann zum Marsch. Was da immer mit drin ist, man stellt sich vor, ich muss jetzt hier jemanden zurücklassen im Dunkeln. Ja. Das ist psychologisch natürlich total schlecht. Ja. Deshalb hier so ein Knicklicht, ja, das macht richtig helles Licht. Ja. Und wenn man jetzt hier mit dem Verletzten warten muss und es ist dunkel und man sitzt eben nicht hier im Stock dunkeln, sondern man hat Licht. Und hier, das geht nicht wie eine Taschenlampe aus, das hält die ganze Nacht.
Das ist ein sehr guter Backup. Habe ich auch schon öfters mal verwendet. Hier kommt jetzt noch die Sammelsurium-Tasche. Da ist so drin vom Heftpflasterrolle. Für mich wichtig im Outdoor-Bereich, war jetzt in Schweden unterwegs, ein Feuerstahl. Das heißt, mit dem kann ich immer über Funken Feuer machen, ja, auch wenn das Feuerzeug nicht mehr funktioniert oder die Streichhölzer nach sind. Das Ding funktioniert tausendfach immer wieder. Was ich halt brauche, ist Zunder. Dann habe ich noch so eine Lippepflege hier für die Bergjagd. Noch eine kleine Backup-Taschenlampe. Ein Feuerzeug. Nochmal ein kleiner Kompass. Alkoholtücher, um eine Wunde sauber zu machen. So ein kleiner Spatel, um auch mal zu gucken im Rachenraum oder bei Zahnschmerzen oder was da los ist. Noch ein wichtig natürlich, wenn man andere versorgt, ja, oder Wunden versorgt, immer erst die Handschuhe anzuziehen, auch aus Eigenschutz, wenn man fremde Personen versorgt. Eine ganze Menge nochmal an Alkoholtüchern. Ja. Dann noch eine Beatmungsmaske, die man hoffentlich nicht braucht. Das heißt, wenn ich mit der Wiederbelebung anfangen muss, ja, das heißt Herzdruckmassage und Beatmung, ja, dann macht es einem so eine Beatmungsmaske leichter, ja, weil das halt hygienischer ist. Dann ist hier nochmal entsprechend Verbandsgase, ja, 5 Rollen, kleinere. Dasselbe nochmal größer. Dann habe ich dann noch sterile Kompressen. Die großen, das ist gut bei größeren Schürfwunden. Ja. Da hilft ja oft ein Pflaster nichts bei so einem Fahrradsturz. Ja. Oder sonst mal Sturz, wo man den ganzen Ellenbogenbereich oder Kniebereich abdecken muss. Steril, bevor dann die Bandage draufkommt, da sind die optimal. Dann ist noch dabei so ein Zahnstocher, um auch mal irgendeinen Fremdkörper aus dem Zahn oder zwischen den Zähnen zu entfernen. Und dann habe ich hier noch eine Spritzenkanüle und die nehme ich. Man hat ja öfters mal, erwischt man mal Zecke. Da habe ich auch im anderen Paket eine Zeckenzange. Und dann kann es aber schon mal passieren, dass der Kopf stecken bleibt und die kann man dann mit dieser scharfen spitzen Kanüle, bekomme ich den Kopf da ohne Probleme raus, ja, nehme dann so ein Alkoholtuch und dann gibt es keine Entzündung. Ja, und eins der meistgebrauchten Teile hier, Ersatz aus dem Schweizer Messer, die Pinzette. Ja, warum die Pinzette? Egal. Ob bei Nachsuchen oder wenn man durchs Unterholz geht, ja, entweder holt man sich irgendwo einen Holzspeisen in die Finger, den man ohne Pinzette nicht rauskriegt und das kennt ihr, das ist richtig unangenehm. Und genauso verhält sich es auch hier, hat es jede Menge Brombeeren, Himbeeren, ja, so eine schöne Brombeertonne im Schenkel stecken, ja, und die bricht dann noch ab. Ja, da ist man froh, wenn man so ein Ding dabei hat. Weil sonst erstens tut es weh und zweitens entzündet sich es auch relativ schnell, wenn man das Ding nicht rauskriegt. Also das ist eines der meistverwendeten Teile bei mir. Ja, damit haben wir uns das Ding auch schon angesehen. Ich hoffe, es war auch wieder interessant für euch. Freue mich auf neue Themen, ja, was immer euch jagdlich interessiert. Wie muss ich mich auf Rotrückjagd verhalten? Was ist bei Rotrückjagd besonders wichtig, wenn ich da eingeladen bin? Was muss ich wissen? Oder viele andere Dinge mehr. Ja, schreibt mir. Und wenn es ein Thema ist, wo sich gut ein Video machen lässt, dann mache ich den gern für euch. Ja. Und bis dahin, vielen Dank, euer Hans, macht's gut, ciao.